Es ist so geil. 2:1 auswärts im Berlin Olympiastadion. Super. Einfach nur glücklich. Einfach nur glücklich. Ich kann es gar nicht beschreiben. Es ist einfach unglaublich. Bei mir persönlich noch so ein bisschen Anspannung weg. Kann das noch gar nicht fassen, dass wir das noch gedreht haben. Ja, also am Anfang habe ich gedacht, okay, mit dem 1:0 müssen wir zufrieden sein. Aber dann, als das 1:1 gefallen ist, dachte ich, okay, jetzt kommt die Fortuna wieder, die wir kennen von der Hinrunde. Es kann nur schief gehen, wenn die Fortuna nicht konzentriert spielt. Aber ich denke, dafür hat die Mannschaft Erfahrung genug. Auch das Publikum hier in Düsseldorf wird die Mannschaft so dermaßen nach vorne peitschen, dass alles möglich ist. Also meine Gefühle momentan sind eigentlich unbeschreiblich, weil darauf hat ganz Düsseldorf, glaube ich, 17 Jahre gewartet und nicht nur Düsseldorf, wenn ich mal bedenke, die ganzen Fans, die auch von außerhalb kommen. Ich sage jetzt mal, ich kenne einen, der kommt aus New York jedes zweite Wochenende hier runter, um zu den Heimspielen zu kommen. Und ich denke mal, das war auch finanziell und auch für die Menschen, für das Glück, für die Glückseligkeit ein riesengroßer Schritt heute. Mit Wasserfontänen der Feuerwehr wurde Fortuna Düsseldorf bei der Ankunft am Flughafen empfangen. Nach dem 2:1-Sieg im ersten Relegationsspiel gegen Hertha BSC Berlin hat sich Fortuna für das Rückspiel am kommenden Dienstag eine gute Ausgangsposition erspielt. Bei den Fans steigt die Euphorie und der Traum der ersten Liga rückt näher. Die Mannschaft sieht dies allerdings eher nüchtern. Willkommen, ihr Helden! Danke. Also die Hälfte ist geschafft, auch wenn das Ergebnis natürlich ein gutes Ergebnis ist. Das will ich auch gar nicht verhehlen, aber mehr als 50% ist nicht geschafft. Das ist die Hälfte des Weges und die andere Hälfte müssen wir am Dienstag noch gehen. Das ist ein Fußballspiel, das wollen wir am Dienstag gewinnen. Und wenn wir das schaffen, dann braucht niemand rechnen. Wie haben Sie die Stimmung gestern wahrgenommen? So von Düsseldorfer Seite hier war ja auch ordentlich was los. Das ist ja nichts Neues. Also unsere Fans sind da in der Beziehung wirklich einmalig. Sehr reisefreudig, auch unter der Woche und ich denke mal, was hier in Düsseldorf selber abgeht, ja gut, logischerweise bekommen wir das direkt selber nicht mit, aber durch Freunde und Bekannte und die alle wollen wir am Dienstag verschenken. Die Fans haben vor der Arena teilweise 15 Stunden übernachtet für die letzten Karten. Wie könnt ihr euch abschotten von diesem ganzen Trubel bis Dienstag? Gar nicht, das wird nicht möglich sein. Also wir wollen uns auch gar nicht abschotten. Ich